Auf diesen Bruchtest hat sich Jitsu-Großmeister Hans Höhn lange vorbereitet. Einige haben sich schon darüber lustig gemacht. Ich habe mir 4 Monate lang auf einen einzigen Schlag vorbereitet. Und zwar, wenn manche den Film gesehen haben von Van Damme, wie er den untersten Stein zerschlägt, das ist keine Filmfetzen oder Spinnerei, das geht wirklich. Ich werde es heute Abend versuchen zu zeigen auch. Konzentration, Fokussierung und mehr als das. Der Meister tritt an und schafft es nicht. Vorerst. An seinem 62. Geburtstag hat sich Hans Höhn in der Parchimer Sporthalle am Fischerdamm selbst ein Geschenk gemacht und eine große Abendshow organisiert. Mit dabei Vereine aus der Region und internationale Großmeister wie Tahir Narimanov aus Russland. Aus Hamburg kommt das HNT-DJJV-Showteam. Was die Jungs unter der Leitung von Hans Kautz zeigen, lässt sich gar nicht so leicht in eine Kategorie packen. Die Mischung aus Kampfkunst und Akrobatik beruht auch zum großen Teil auf den Ideen der Kinder. Trainer Hans Kautz achtet darauf, dass mit dem Erlernen von physischen Fähigkeiten auch die traditionellen Werte der asiatischen Kampfkünste vermittelt werden. Dazu gehört die Disziplin, der Respekt vor dem anderen, auch das auf sich selber Acht geben, was manchmal vergessen wird bei der Achtsamkeit anderen gegenüber. Das Arbeiten mit den Waffen zum Beispiel, das sind wirklich gefährliche Gegenstände. Man kann sich damit wehtun, das sind keine Spielzeuge. Und das muss man halt wissen, egal ob man 7 oder 17 ist. Man kann jemandem anderen wehtun oder sich selber, wenn man nicht aufpasst. Alle anderen Werte, wie Respekt vor der Leistung eines anderen, egal ob der zufällig älter oder jünger ist als man selber. Und auch die innere Ruhe zu finden, um sich zu konzentrieren auf das, was man selber möchte. Oder im Team zu funktionieren, also auf das zu achten, wie der Rhythmus der Gruppe schlägt. Alles das sind wesentliche Werte, die durch Kampfkunst ganz besonders gut nahegebracht werden können und auch gestärkt werden. Hans Höhn selbst mit einer seiner berüchtigsten Vorführungen. Auf Messerschneide ist da noch untertrieben. Die Schwerter sind scharf. Hans Höhn ist wohl der einzige Großmeister, der so eine Übung mit über 60 Jahren darbieten kann. Der Lübser pflegt eine lange Freundschaft zu Xiong Chuan, ranghöchster Shaolin-Mönch in Europa und weltweit die Nummer 2 des buddhistischen Tempels. Die Show der Shaolin, der ultimative Höhepunkt des Abends. Echte Shaolin-Mönche in Parchim. Im Vorfeld hat das einige Irritationen ausgelöst. Ja, war ganz interessant. Also war ganz nette Anrufe dabei, die sich dann natürlich erkundigt haben über diese Veranstaltung mit den Shaolin-Mönchen. Und einige, die mich so kennen, so als, na, ich sag mal, Otto-Normalverbraucher, die haben wirklich gefragt, ey, du bist ein Spinner. Da kommen dann die waschechten Shaolin-Mönche zu dir da oder zu unserer Veranstaltung. Ja, was soll ich da drauf antworten, ne? Ja, das sind waschechte Shaolin-Mönche. Die wohl berüchtigste Übung der Shaolin-Mönche zeigt Yan Yao. Die fliegende Nadel. Eine Stopfnadel wird durch eine Glasscheibe geworfen und lässt auf der anderen Seite einen Luftballon platzen. Atemberaubend und Ausdruck der Besonderheit des Shaolin-Kung-Fu. Shaolin-Kung-Fu ja, ist mit dem Glauben zu tun. Ja, wir Shaolin-Mönche meditieren jeden Tag und auch beten und auch Morgenzeremonie und Abendszeremonie. Ja, das ist nicht so nur eine Kampfkunst. Wir bieten auch Weltharmonie und die Leute Gesundheit. Dass die Shaolin extra zum Geburtstag von Hans Höhn angereist sind, zeigt dessen Stellenwert in der Kampfkunstszene. Oder wie der Großmeister es in seinen Worten ausdrückt. Sport, Sport, Sport. Meisterschaften hier, Meisterschaften da. Frankreich, USA, Kanada, Polen. Ja, da hat man die Top-Leute natürlich kennengelernt, von denen wir die Hucke voll gekriegt haben oder umgedreht. Und dann haben wir versucht, voneinander zu lernen. Was er unter anderem gelernt hat, ist nicht so schnell aufzugeben. Also wurde auch der Bruchtest vom Anfang nochmal wiederholt.
Zur Erinnerung, die oberen beiden Steine sollen heil bleiben, der untere brechen. Geschafft. Damit hat sich die monatelange Vorbereitung auf einen Schlag ausgezahlt. Für Hans Höhn vielleicht das größte Geburtstagsgeschenk.